Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ultima 9. Ja, wir haben das kleine Problem, dass durch einen Bug die Glyphe und das Siegel in der Luft stehen, dass sie nicht runtergefallen sind, wie sie eigentlich sollten, und zwar ziemlich, ziemlich weit oben. Es gibt anscheinend die Möglichkeit, durch Gegenstände eine Art Brücke zu bauen, dass die nicht wirklich runterfallen. Wobei, ich bin mir nicht sicher, das habe ich den Eindruck, dass das durch den Patch tatsächlich ein bisschen behoben worden ist. Auf jeden Fall ist es relativ schwierig. Aber es gibt noch eine andere Methode, da hochzukommen. Und zwar cheaten. Ja, es gibt einen Cheatcode, mit dem wir fliegen können. Und das ist die einzige Möglichkeit, an die zwei Dinger im Großen und Ganzen ranzukommen. Und da wir die brauchen, um das Spiel zu beenden, ist die ganze Sache doch ein bisschen scheiße. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das von einem Patch, ob das im Original so gewesen ist oder ob dieser Bug von einem Patch nach einem Patch reingekommen ist. Auf jeden Fall ist das eigentlich ein Bug, der das ganze Spiel unmöglich macht zu spielen. Wie gesagt, wenn es nicht diesen Cheatcode gäbe. Wie man das macht, also falls ihr selber das Spiel spielen wollt oder spielt und habt dasselbe Problem, wie man hier richtig cheatet. Das ist nämlich auch nicht ganz einfach, da muss man nämlich in eine Datei reingehen mit einem Texteditor und was einfügen und dann gibt's so Tastenkürzel und so weiter. Wie das Ganze funktioniert, da werde ich einfach mal in der Videobeschreibung einen Link reinmachen oder fragt einfach in den Kommentaren nochmal nach. Wie auch immer, ich habe das gemacht und dann wollen wir, ich glaube, das hier war's, so. Ja, und dann können wir doch fliegen und dann gehen wir hier hoch und... Ja, schaut mal, wie hoch wir sind. Wenn wir da runterfallen, das war's dann. So, den machen wir hier rein. Den machen wir hier rein. Passt also. Dann gehen wir noch runter. Up. Das ist das Nächste. Mit diesen Fliegdings kann man auch durch den Boden gehen. So. Ich glaube, wir sind nicht mehr im Boden drin. Wir können auch Dings machen. Okay, damit scheint alles wieder gut zu sein. Ja, so, sehr schön. Dann haben wir das erledigt. Wie gesagt, es ist sehr, sehr ärgerlich, dass das nicht anders geht, aber ist halt so. Gut, jetzt haben wir das. Dann würde ich ganz gerne nochmal bei Iolo vorbeischauen. Vielleicht... Also bei Iolo und Gwenno. Vielleicht ist Iolo nämlich jetzt wieder da, nachdem der Schrein gereinigt worden ist. Ich könnte mir das gut vorstellen. Wir wollen das einfach mal ausprobieren. Wir sind wirklich stärker geworden. Die Ratte schaffen wir mit einem Schlag. Halt mal, das konnten wir ja vorher schon. Ja, wie dem auch sei. Iolos Hütte ist da hinten. Dann bin ich überlegen, ob wir nochmal kurz einen Abstecher zum Schloss machen, um unsere Taschen nochmal ein bisschen zu leeren. Ich rette dich, Schaf. Was ist mit der Ratte los? Ich habe die Ratte fast nicht besiegt. Haben wir überhaupt richtig draufgehauen? Keine Ahnung. Naja, wie dem auch sei. Ist Iolo wieder da? Nein, ist nicht da. Ich habe doch gerade jemanden gehört. Ist der vielleicht hier hinten irgendwo? Ah ne, da geht's auch noch hoch. Vielleicht da oben dann? Ja, guck mal, er ist tatsächlich da. Sehr schön. Wie gut, dich wiederzusehen, alter Freund. Mein Freund, wie danke ich dir jemals dafür, dass du mein Leben gerettet hast? Ach, du schuldest mir doch nichts. Du schuldest mir doch nichts, alter Freund. Ich weiß nicht so genau. Im Ernst, ich würde dir gerne einen Gefallen tun. Zum Dank werde ich dir eine fortgeschrittene Fertigkeit mit dem Bogen beibringen. Wenn du bereit bist, wirst du das letzte Geheimnis erfahren. Bring mir die Fertigkeit bei.
Du bist noch nicht geschickt genug, um diese Fertigkeit zu erlernen, Avatar. Du musst weitere Fertigkeiten mit dem Bogen erlernen, bevor ich dich unterrichten kann. Okay. Wir sind einfach noch nicht gut genug. Wie gut dich, wie bist du bereit, das... Du bist noch nicht gesch... Du musst weit... Ja, eigentlich wollte ich jetzt noch fragen, wer zu dieser Wurmgatte gekommen ist, aber irgendwie ging das jetzt auch nicht so richtig. Oh, guck mal, da haben wir noch einen Bogen. Ein Langbogen. Ist der besser als unser Bogen, als der Bogen hier? Nee, das ist anscheinend auch der gleiche, oder? Ah, es ist beides dasselbe. Alles klar. Haben wir sonst noch irgendwas Interessantes hier liegen? Notenblatt? Gwenno's Lied von Eolo Fitzowen. Für meine liebliche Gemahlin Gwenno, ich danke für alles, was du getan hast. Klar. Ja, sehr, sehr schön. Ja, das war's dann auch. Na gut. Ja, ich würde aber jetzt sehr zu gern wissen, wie das mit dem Dings gewesen ist. So ein Mist. Muss ich jetzt nochmal neu laden? Wahrscheinlich. Okay, dann holen wir es nochmal. Und danach speichern wir aber auch direkt. Also bevor wir beim Ding sind. Was passiert eigentlich, wenn ich... Ja, dann fallen wir. Alles klar. Besser als im Boden stecken zu bleiben. So, dann haben wir das hier. Dann gehen wir nochmal runter und... dann speichere ich doch nochmal vorher. Es wird mich doch interessieren, ob er da noch irgendwas Neues erzählt, wie das dazu gekommen ist. Hier. Habe ich natürlich jetzt nur gemacht. Das hat natürlich alles nur so gemacht, um zu sehen, wie das mit dem Heilen ist. Ja, wie auch immer. So, aber jetzt speichern wir vorher. Wie gut dich wie mein Freund. Wie wurdest du ein Mitglied der Wurmgarde? Als die Säulen aus dem Boden kamen, wollte ich die Sache untersuchen. Ich wusste, dass etwas nicht stimmte. Das passiert schließlich nicht alle Tage. Ich ging nach des Preis und folgte der Säule, um ihren Ursprung zu finden. Je tiefer ich kam, desto mehr fühlte ich etwas. Schwer zu erklären, aber ich fühlte, wie etwas an meiner Seele zerrte. Ich fühlte, wie mein Bewusstsein das eines anderen wurde. Als ich unten ankam, war die Kraft unwiderstehlich geworden. Bevor ich ohnmächtig wurde, hörte ich ein tiefes Lachen. Als ich aufwachte, hatte ich mich verändert. Ich war ein Soldat der Wurmgarde geworden. Ich bin froh, dass ich dich erkannt habe, Iolo. Zum Dank werde ich dir eine fortgeschrittene Fertigkeit mit dem Bogen beibringen. Wenn du bereit bist, wirst du das... Das haben wir ja. Ich werde die Fertigkeit später erlernen. So. Wie gut dich... Wie bist du... Du bist noch... Du musst... Okay. Dann haben wir jetzt wenigstens das Gespräch auch gemacht. Das ist doch schon mal ganz gut. Mein guter Freund Iolo bot mir an, mir eine Technik des Bogenschießens mit Namen Todeswolke zu lehren, wenn ich ausreichend Erfahrung und Fähigkeiten gesammelt habe. Na gut. Das war ja nur der Bogen. Oh. Noch eine Trommel. Alles klar. Dann sind wir hier doch soweit fertig.
Wie ich vorhin schon sagte, werde ich vielleicht erstmal ganz kurz ins Schloss nochmal gehen, ein paar Sachen zurücklegen. Die Schwefelasche, das Schild, das könnte man eigentlich verkaufen. Schwefelasche, das hier, Andererseits könnte man das auch hier drin lassen, oder? Bin gerade am Überlegen, ob wir das nicht irgendwie vielleicht doch hier drin lassen. Oh, Moment, den da kann man eigentlich auch verkaufen. Das ist ja auch nur ein ganz normaler Stab. Ja, diese drei Sachen würde ich auf jeden Fall noch verkaufen. Wegen den drei Sachen, Gute Frage. Diesen großen Umweg jetzt zum Schloss noch zu machen, das ist ja schon eigentlich ein relativ großer Weg, weiter Weg, nicht großer Weg, ein weiter Weg. Nee, ich glaube, das lasse ich. Ich glaube, das lohnt sich jetzt nicht so wirklich. Hoffe ich jedenfalls. Andererseits, Es sind nur drei Stück. Drei Slots. Ich hoffe, dass ich doch da im Dingsen noch ein paar ein oder zwei Beutel finde. Oder ein Geschäft wenigstens, wo ich Beutel kaufen kann. Um mehr Dinger zu haben. Aber die Sachen, die anderen Sachen verkaufen wir trotzdem. Ich habe einige. Die Halskette. Kann ich sonst was für euch tun? Ich meine, gibt nur 20, aber das ist doch besser als nichts. Dann lebt wohl. Was hat man sonst noch? Den Stab und das Schild. Das Schild ist ein bisschen besser als das, was wir haben, aber ich würde trotzdem eher das hier benutzen, weil es uns ein bisschen mehr Mana gibt. Und ich denke mal. Obwohl. Nee, das Schild behalten wir. Einfach aus Vorsicht, falls wir dann doch mal in der Lage kommen, wo wir mehr Rüstung brauchen und weniger Mana. Wobei ich nicht glaube, dass das einen großen Unterschied macht. Ich bezweifle es jedenfalls mal, aber... Ich würde gern einige Sachen... Oh, wir können nur das Dings verkaufen. Wir verkaufen es. Ich denke, wir kommen trotzdem noch mal irgendwann. Ich danke euch. Kann ich euch so... Heute nicht. Auf Wiedersehen. An anderen Dings dran. So, dann haben wir nur noch den Stab. Den könnten wir jetzt nicht verkaufen. Vielleicht in Bacchanias denn. Und ich schätze mal, da geht's jetzt hin. Dahin. Also ich nehme mal an, dass wir nach Bacchanias denn kommen. Weil sie ist ja eine Piratin und, ja, mit denen haben wir schon geredet. Also, es würde mich wundern, wenn es anders wäre. Kann man hier eigentlich was machen? Das Ding aufmachen? Nein, können wir nicht. Gut, dann reden wir mit ihr. Willkommen an Bord. Das ist mein Schiff, die Silverheart. Das ist ein schönes Schiff. Das schnellste Schiff in der Flotte der Gilde. So, dann kümmern wir uns jetzt wohl besser ums Geschäft. Na, hast du eine der Runen? Ja, das habe ich. Ist das Beweis genug, dass ich der Avatar bin? Ja, das ist es, Avatar. Komm, ich bring dich zu Buccaneers Den, wo du meinen Arbeitgeber kennenlernst. Tja, was habe ich gesagt? Irgendwie war mir das klar. Hätte mich jetzt doch gewundert, wenn eine Piratin mich woanders als Buccaneers Den hinbringen würde. Und ich mag die Musik hier. So, reden wir nochmal mit ihr. Wo müssen wir denn hin? Wer ist denn der Auftraggeber? Nun, da wir in Buccaneers Den sind, musst du endlich mit Sam Hain zusammentreffen. Ich weiß, dass du Vorbehalte hast, doch Sam Hain ist ein guter Mann. Glaub es mir. Aber ist er nicht Pirat? Nein, das ist er nicht. Bin ich Piratin?
Sam Hain ist Geschäftsmann. Er mag sich nicht so streng den Tugenden verschreiben wie du, doch er folgt ethischen Grundsätzen. Komm, Avatar, Britannia kann nicht darauf warten, bis du deine Sturheit überwindest. Ja gut, wo findet man den denn? Ich werde mit Sam Hain zusammentreffen. Wo finde ich ihn? Du findest Sam Hains Haus im südlichen Teil der Insel, auf einem Hügel direkt hinter der Taverne. Jetzt hätte ich eigentlich ganz gern eine Karte. Okay, und kein Pirat, sondern ein Geschäftsmann. Oh, das wäre beinahe schief gegangen. Ja, okay, hier sind wir. Ja, eine Karte wäre jetzt nicht so schlecht, fände ich. Raven sagte mir, dass ich mich mit ihrem Arbeitgeber, Sam Hain, treffen muss und sie dann wieder beim Schiff treffen soll. Das Haus, hat es eigentlich nicht gesagt mit dem Schiff, aber egal. Das Haus von Sam Hain befindet sich laut Raven im südlichen Teil der Insel, auf einem Hügel oberhalb der Taverne. Na gut. Und die zwei kommen mir nicht geheuer vor, die da rumstehen. Gib uns Gold! Die Welt ist uns was schuldig! Und erwartet nicht von uns, dass wir arbeiten. Erwartet nicht, dass wir noch in euer korruptes System einzahlen. Nein, erwartet nicht von uns, dass wir euer Spiel mitmachen. Gebt uns euer Gold! Hey, gebt uns Gold! Warum sollte ich euch mein Gold geben? Weil wir keins haben. Ja, und warum habt ihr keins? Warum habt ihr keins? Weil die Gesellschaft korrupt ist und wir werden sie nicht auch noch unterstützen. Aber wir haben auch ein Anrecht auf Gold. Warum sucht ihr euch nicht eine Gesellschaft, die nicht korrupt ist? Werdet ihr uns euer Gold geben oder nicht? Das ist lächerlich. Ich gehe. Da will ich echt kämpfen. Wenn ich die falschen Tasten drücke, kann natürlich nichts passieren. Ich probiere es nochmal zu laden. Ob mit einer anderen Gesprächsoption, ob da es besser läuft. Die Welt ist uns was unterwartet. Nein. Gebt uns. Hey. Warum sollte ich. Weil wir keins haben. Warum habt. Weil die. Dann nehmen wir mal Warum das hier. Warum habt ihr ein Anrecht auf das Gold anderer Leute? Werdet ihr uns euer Gold geben oder nicht? Keinen Pfifferling bekommt ihr. Hat er uns jetzt angegriffen? Ach, so ein Schrott. Eigentlich will ich die ja auch nicht umbringen, aber ich habe anscheinend keine andere Wahl, Gib weil uns Gold. Das Gold brauchen wir selber. Gebt uns. Beziehungsweise, wenn wir uns halt Gold geben, ich probiere es mal aus. Es gibt da dann alles. Verstanden. Hier ist etwas. Oh ja. Oh ja. Okay, und wie viel Gold fehlt jetzt? Ja, okay. Ich sag's nicht gern, aber ich lade nochmal. Jetzt war es 2887. Weil wenn man den. Wenn das nicht viel Gold ist, dann gebe ich den einfach das Gold. Was soll's? Ah ja. Okay, es war schon ein Stück. Es waren 50 Goldstücke. Sehe ich das richtig? Nee, doch. Ja, 50 Goldstücke. Ach, gib ist da was. Gold. Die Welt ist. Und erwartet nicht von uns, dass wir arbeiten. Nein, erwartet nicht von uns. Warum sollte. Weil wir keins haben. Warum habt ihr. Weil die. Warum habt. Werdet ihr uns. Andererseits, jetzt ist die große Frage. Als Avatar will ich es natürlich nicht so totschlagen. Das ist ja ein bisschen blöd. Andererseits sollten wir gerade hier in dieser Handelsstadt nicht unbedingt Schwäche zeigen. Das ist lächerlich. Doch, du kannst also auch. Ob mir das jetzt so gefällt, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob man es hört, ob wir Karma verloren haben.
Andererseits haben sie uns angegriffen und versuchten uns auszurauben. Und das mag ich eigentlich jetzt überhaupt nicht. Naja, wie dem auch sei. Ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns Buccaneer Stan an und suchen Samhain. Gut, dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.